Letzter Spieltag in der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Bayern-Trainer Jens Scheuer wird verabschiedet. Er geht ebenso wie Marina Hegering und Vivian Assegi und Linette Behrenstein, die also mit ihrem letzten Spiel heute für den FC Bayern. Und der startete richtig gut rein. Erste Ecke von Gwyn Damjanovic, ab in den Innenpfosten. 1:0 bereits in Minute 4. Die Bayern machten also früh klar, dass sie hier gar nichts abschenken wollen. Und Potsdam, die mussten gewinnen, um die Champions-League-Qualifikation einzutüten. Denn es war nicht zu erwarten, dass Frankfurt zu Hause und Hoffenheim nichts holen. Und Bayern machte weiter. Eine knappe Viertelstunde gespielt. 14. Minute, Linda Dahlmann. Das ist zu einfach. Raus auf Clara Bühl. Und die haut das Ding in den Winkel. 2:0 bereits früh der Zahn gezogen. Potsdams Träume zerplatzten und wurden pulverisiert. Ab in den Winkel, keine Chance für Vanessa Fischer, die heute wieder im Tor der Turbine stand. Es dauerte nicht lange, dann die 33. Minute, Hegering mit einem bombenstarken Spiel. Letzter Auftritt für die Bayern auf Linda Dahlmann, auch sie mit einem klasse Spiel und sie mit einem klasse Tor. Reingenetzt, auch unter das Dach in den Winkel, keine Chance, aber unwiderstehlich. Hegering auf Dahlmann und dann hieß es schon 3:0 nach einer guten halben Stunde. Es war nichts zu holen für Turbine Potsdam. Es war ein klasse Spiel, ein konzentriertes Spiel vom FC Bayern. Und noch vor der Pause legten sie nach. Fehler von Sissoko. Damjanovic passt auf dem Weg zum Tor. Sieht drüben Linda Dahlmann. Die bekommt die Kugel, versucht es gegen Sissoko. Dann hat sie Glück, bekommt den Ball nochmal wieder. Hat das Auge für Damjanovic. Die schnürt den Doppelpack. Ab dafür 4:0 noch vor der Pause durch Jovana Damjanovic. Das war dann logischerweise gleichzeitig der Halbzeitstand, ein 4:0 und Turbine war geschockt. Vielleicht war der Druck einfach zu groß für die Spielerin von ihm, von Sofia Czaj. Der reagierte, brachte die Holmgard-Zwillinge nach der Halbzeit, um etwas mehr Kompaktheit zu bringen. Es wurde besser. Potsdam kam ein wenig rein ins Spiel, aber nicht so wirklich. Dina Orschmann mal mit dem Versuch und Leipzig zeigt, dass sie eine richtig gute ist im Tor des FC Bayern. Das war die beste Möglichkeit für Turbine Potsdam in dieser Partie. Bayern, die ließen so langsam ein wenig schleifen, nahmen ein bisschen den Gang zurück und Linette Behrenstein hätte ihr Tor machen können. Am heutigen Nachmittag scheitert dann aber knapp aus spitzem Winkel Behrenstein heute im Übrigen mit der Ehre der Kapitänsbinde. Aber einen haben wir noch. Nochmal die eingewechselte Assegi auf die eingewechselte Williamsdotter, die mit der Flanke auf den zweiten Pfosten und Lea Schüller so ein bisschen im Halbschatten. Aber wir können es noch sehen, macht ihr Kopfballtor und holt sich damit eben auch die Torjägerkanone der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. 16. Saisontor, guckt da noch ein bisschen ungläubig. Ja, alles gut, der war drin und wir haben nachgefragt, haben die Stimmen nach dem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also mir ist ein richtiger Stein vom Herzen gefallen, als ich noch ein Tor gemacht habe, weil ich wusste, dann wird es für die anderen schwer. Und ja, wie sich alle für mich gefreut haben, das war einfach ja, unbeschreiblich. Ich glaube nicht, dass der Druck nur heute zu groß war. Es waren ja seit 4 Wochen schon Endspiele. Ich glaube, hat uns heute einfach die erste Halbzeit das Genick gebrochen. Wir hätten früher umstellen müssen, waren ja einfach schläfrig, haben die Zweikämpfe nicht angenommen. Und ja, das war halt dementsprechend heute der Fehler. Ja, Melissa Kössler nah an den Tränen, ist auch klar, es war nichts mit der Champions-League-Qualifikation. Und der FC Bayern schließt eine gute Saison ab als Vizemeister und kann die Planungen für die neue Saison angehen. Flyer-Alarm Frauen-Bundesliga, Bayern gewinnt zu Hause standesgemäß 5:0 gegen Turbine Potsdam. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.